Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Ausgepackt hier aus dem Hause Modellbau König. Ja, ich bin der Christian und ich darf euch oder kann euch hier dieses wunderschöne neue Produkt vorstellen. So, und zwar haben wir da von Tacom unter der Nummer 1015 im Maßstab 1:16 die Focke Achelis F330 Bachstelze genannt. Wir haben insgesamt 4 Spritzlinge, ein Spritzling mit einer Figur. Edzeile sind enthalten, 16 Baustufen, 3 Deckel- und Bemalvorschläge sind mit enthalten und das Ganze zu einem Preis von 42,50 Euro. So, den Kunststoffbausatz packe ich jetzt erstmal weg. Dann kommen wir hier zur Anleitung, die ist ein bisschen kleiner geraten. Da, hupsi, ist natürlich die falsche Richtung. Da gehen wir ein bisschen näher ran, damit ihr das auch schön nachvollziehen könnt. Eben ganz Tacom-typisch hier nochmal die Einseitenansicht haben wir hier in Englisch etwas zur Geschichte. Natürlich hier oben nochmal die Überschrift, worum es sich handelt. So, dann auch das ganz typisch für den Hersteller. Da kann man sich wirklich gut drauf verlassen, sind hier die einzelnen Farben angegeben. Armor of Mick hat da ja so ein ganz bisschen das Monopol, weil die Jungs machen immer die Angaben für die ganzen Nachschiebebilder und so weiter und so fort. Dann Hinweis hier, wie man die Ätzteile am besten bearbeitet. Klebt die mit Sekundenkleber. Das kann ich euch nur empfehlen, anders hält es nicht sehr gut. Dann haben wir hier noch etwas zur Bearbeitung von den Nachschiebebildern. Und hier sind dann schon die Übersicht über die Teile. So, dann geht der Zusammenbau los. Sehr viele Teile sind ja nicht dran, aber ich finde es schön, dass sich ein Hersteller dieses, ja, ich sag mal, heute ja, ulkig aussehenden Modells annimmt. Sind ja so die ersten Gehversuche, oder man muss eher sagen, Flugversuche der Hubschrauberwaffe. Hat das Militär natürlich erkannt, was da für ein Potenzial drinne gesteckt hat. Seit den, ich glaube, frühen 30er Jahren war da nicht nur Deutschland relativ weit mit der Forschung, sondern auch noch andere Länder. Aber das mal als kleine Exkursion. Gucken wir uns mal hier die Teile an. Denke ich mal, die Anleitung sollte soweit klar sein. Dieses gebrochene Herzsymbol heißt jetzt nicht, dass ihr eurer Liebsten das Herz gebrochen habt oder ähnliches, sondern das steht dafür oder symbolisiert, dass ein Ätzteil gebogen werden muss. Warum ein gebrochenes Herz genommen wird, ich weiß es nicht. Vielleicht hat ja bei der Entwicklung der Hersteller irgendwie ein bisschen Liebeskummer gehabt. So, hochdetailliert hier diese Teile kann man sehr schön sehen. Hier die Rotorblätter. Also da ist einiges drin. Ich denke mal, gerade der Maßstab 1:16, der lässt ja natürlich auch ein bisschen Spielraum für diese schönen Details offen, dass man das gerade dann auch schön hier zeigen kann. Gut. Dann geht es hier weiter. Ein Großteil ist jetzt hier schon vollbracht. Da haben wir hier die Figur. Ich finde das hervorragend, dass der Hersteller daran gedacht hat. Eine Figur, so hat man gleich einen maßstäblichen Vergleich und man kann das Ganze ein bisschen mit Leben füllen. Und wenn man dazu keine Lust hat, dann lässt man die Figur einfach weg, hat aber trotzdem die in petto. Und eine sitzende Figur 1:16 ist ja auch nicht die schlechteste Sache. So, da gehen wir hier mal ein bisschen näher ran. Da sind natürlich die Arme auf Mick-Farben. Da haben wir hier eine deutsche Variante, so ein bisschen was zur Alterung. Und dann sind hier die anderen beiden Farbvarianten. Das war natürlich nach dem Krieg sehr begehrte Beute. Diese technischen Errungenschaften, die wurden natürlich aufgenommen und in deren Portfolio dann auch mit integriert. Hier also auch zwei französische Varianten der Bachstelze. So, dann sind wir soweit durch. Einmal weg mit ihr. Dann kommen wir zu den eigentlichen Bauteilen. Die habe ich für euch schon mal ausgepackt. Kann man hier sehr schön sehen. Da gehe ich mal ein Stückchen wieder raus, damit wir eine etwas größere Ansicht haben. So. Und dann gucken wir uns jetzt mal hier die Sachen an. So, und wie man das hier vielleicht schon sehen kann, haben wir diese, in Englisch heißt das so schön, Stressed Skin. Das soll einfach bedeuten, dass sie hier eine Oberfläche haben, wo ein Stoff drauf ist, der Spannung ausgesetzt worden ist, der bezogen ist mit Leinen, dass man das halt hier sehen und erkennen kann. Und das Besondere an diesen Bauteilen, die haben wir auch hier. Das kann man sehr schön sehen. Dort haben wir die Sachen im Slide-Mode-Verfahren. Das heißt wiederum, dass die Sachen hier auch von vorne bzw. von der Seite dann auch schön detailliert sind.
So, von der Qualität der Teile, da könnt ihr euch hier überzeugen. Da sind keine bösen Überraschungen oder irgendwelche Sachen, die da sagen, hohaha, da muss man ja super viel nacharbeiten. Das ist, wie man sehen kann, richtig schön rausgearbeitet. Hier nochmal die andere Ansicht. Und ganz interessant auch, finde ich, das sollte man auch mal erwähnen, genau unterm C, da sind nochmal ein paar Bolzen, ein paar Schrauben. So, gucken wir uns das hier auch nochmal an. Genau, da kann man die Teile hier schön sehen. Also es ist wirklich, wirklich, ja, sehr viel Liebe im Detail. Es sind hier, kann man sehr schön erkennen. So, dann kommen wir hier zum Spritzling Bertha. Den haben wir hier und dort finden sich natürlich auch schöne Anbauteile, sowie hier im oberen Bereich die im Slide-Mode hergestellten Teile. Und jetzt gucken wir uns mal die Teile hier im Detail an. So, das ist relativ uninteressant. Erstmal, wir gucken uns auch die andere Seite gleich an. Ich denke mal, es sind ja nicht so viele Spritzlinge. Da kann man sich ruhig schon mal die Details von allen Seiten angucken, damit man dann auch weiß, was man bekommt für sein Geld, damit man dann da auch einen Eindruck für erhält. So, jetzt drehen wir das Ganze mal um. So, und meistens ist es ja so, dass bei Spritzling, da gibt es immer eine schönere Seite, wo die ganzen Details drauf sind und dann eine Seite, wo die meisten Sachen dann zusammengeklebt werden. Auch das ist hier schön zu erkennen. Und hier nochmal der Hinweis, hier kann man das schön sehen, dieses Kabel hier, was dann hier so schräg hochgeht. Auch das sehr schön wiedergegeben, das Ganze. Also da hat die Firma Tacom wirklich aus diesem Bausatz der oder aus diesem Modell, was ja relativ wenig Teile hat, das Beste wirklich schon rausgezogen. So, dann kommen wir zur Figur. Und da kann ich euch auch schon mal sagen, dass das immer was ganz Besonderes ist, wenn wir hier diese Falten haben. In Resin mag das immer noch viel besser gehen. Durch die Formgebung im Spritzgussbereich ist es wirklich was ganz Besonderes, wenn das hier so wiedergegeben wird. Erstmal die Formerstellung und dann natürlich auch das Spritzen dieser zweiteiligen Form. So, und ich finde, das ist der Firma richtig gut gelungen. Den gucken wir uns hier auch nochmal von der Seite an. Alles sehr schön zu erkennen. Hier das Rückteil. Und das kippe ich jetzt hier mal ein Stückchen hoch. So, haben wir jetzt hier die anderen Teile. Gucken uns das hier auch nochmal schön an. Ja, also die Uniformdetails sind wirklich schön rausgearbeitet. Den Kopf drehe ich gleich mal um mit dem Gesicht, dass man es nochmal von unten sehen kann, beziehungsweise dann auch von oben. So, und gucken wir uns nochmal das Gesicht hier an, die Gesichtszüge. Alles sehr schön drauf, guckt relativ ernst drauf, der Kollege hier. Hier kann man bei den Händen sehen, dass der Handschuh anhat. Hier dann die Hohlteile. Da wird man also eher sagen können, der ist nicht ganz dicht, sondern der ist wohl etwas hohl. Kleiner Witz am Rande. So, dann sind wir auch schon beim letzten Spritzling hier. So, und hier haben wir auch relativ interessante Teile, wie ich finde. Nämlich hier sind auch nochmal in diesem besonderen Verfahren hergestellt der Sitz und dann auch hier dieses schön gruselige. Dann hier Teile, da wo man wirklich sehr gut aufpassen muss, dass man die mit einem scharfen Messer oder besser noch mit einem scharfen Kneifzange Seitenschneider abschneidet, dass man das wirklich schneidet und nicht quetscht. Sonst kann sowas ganz gerne mal brechen, wäre immer sehr ärgerlich. Ist aber da auch kein Beinbruch, müsste man sagen, sondern einfach das Kleben und Trocknen lassen. Das verzögert halt nur den Zusammenbau und kann man ja schon entgehen, indem man das gleich mit vernünftigem Werkzeug bewerkstelligt. So, hier sind die Bauteile. Auch das zeigen wir jetzt nochmal schön hier von der Seite, damit man das hier schön auch erkennen kann. Und hier oben die schönen Holme, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Also die super detaillierten Holme, die dann, der muss dann zusammengeklebt werden. So sieht das Ganze aus. Und hier haben wir das nochmal von hinten. Hier ist auch ein Teil im Slide-Mode-Verfahren
hergestellt. Hier kann man es schön erkennen. Ja, wunderbar. So, und was habe ich vorhin bei der Vorstellung vergessen für die Kabellage und für diverse Kleinteile? Ich hoffe, die Kamera, die kriegt es rein. Hier haben wir nämlich ein bisschen, ich hätte es beinahe gesagt, Angelschnur. Das ist in Klarsicht relativ störrisch. Ja, hier kann man es schön sehen. Ihr seht das hier, damit die Leitung für den Tachometer, Geschwindigkeitsmesser und so weiter dann natürlich auch vorgestellt bzw. dargestellt werden können. So, hier haben wir einen Ätzteilbogen, relativ dick, ihr seht das mal, oder relativ groß im Handflächenvergleich. Dieser ist auch vom Material relativ stark, 1:16 mag das gut hinkommen. So, und was haben wir hier drauf? Gurte, paar Anbauteile, ihr seht das hier, ja, so kann man es schön erkennen, wenn man das Material sieht, also das hat schon ein bisschen Stärke hier, legen wir mal hier hin. Ja, und zum guten Schluss haben wir hier noch unseren Nassschiebebogen. Der ist auch relativ groß, ist natürlich dem Maßstab und auch dem Fluggerät geschuldet. Und am meisten fallen natürlich die französischen Hoheitssymbole hier auf, kann man sehr schön sehen. Ist aber ein super dünner Trägerfilm, der sich nur auf das eigentliche Dekel beschränkt. Hier nochmal Tachometer und diese ganzen Sachen. Die haben wir unten, die Balkenkreuze und nochmal Kokarden. So, jetzt muss ich selber erstmal gucken. Ja, im oberen Bereich ist meine ein bisschen beschädigt. Ich hoffe bei den Serienmodellen nicht. Wir bekommen die Sachen ja immer vorab, also frisch aus dem Drucker schon hier bei uns. Deswegen kann das immer mal sein. Gut, ja, kommen wir zur Schlussbetrachtung dieses Modells. Denke ich mal, vom Preis her 1:16 bekommt ihr auf jeden Fall was Tolles, was nicht alltägliches geboten. Der Maßstab ist an sich sehr schön gewählt, weil ihr habt jetzt ungefähr die Größe eines, ich sag mal, Tigerpanzers in 1:35, vielleicht ein bisschen größer. Also es sprengt noch nicht den Rahmen vom Platz her. Man bekommt nettes Zubehör, ihr habt das ja gesehen, die Angelschnur, die auch gerne mit Sekundenkleber geklebt werden darf, um dann zum Beispiel die Tachowelle, diese ganzen Sachen darzustellen. Ätzteile, relativ großer Bogen, drei Dickel, Varianten sind damit bei. Hätten mir natürlich noch mehr eine deutsche gewünscht. So haben wir zwei Franzosen, einen Deutschen. Dann bedanke ich mich wie immer für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, euer Christian von Modellbau König.